Hallo an alle Söldnerfreunde, herzlich willkommen zu Jagged Alliance Folge 11. Jörg, der ist immer so hart am Trainieren, seine Söldner, damit die hier gut performen. Der braucht gerade noch ein bisschen, bis er einsatzbereit ist. Und deswegen dachte ich mir, ich tue ihm mal was Gutes, ne? Damit er hier direkt schön reinstarten kann und alles passt. Ich räume mal ein bisschen das Inventar auf. Er meckert immer, wie das aussieht. Kevlar-Rüstung 91%. Ist das jetzt noch gut? Muss man das reparieren? Hä? Schrott? Echt? Okay, wenn es Schrott ist, weg damit. So, was ist hier bei ihr? Das Gewehr ist auch nicht mehr ganz taufrisch. Auch Schrott? Also. Ach, Jörg. Hätte er jetzt nicht geguckt, ja, wird er hier mit dem... Oh, noch mehr Schrott. Wird er mit dem ganzen Müll in die Schlacht ziehen, dann klebt das alles nicht mehr. MG, auch Schrott. Oh, vielleicht kriegt er von den Teilen noch was. Oh, der wird sich so freuen, Freunde. Der wird sich so freuen. Nee, auch Schrott. Weg damit. Ach, damit kann er sich bestimmt was viel Besseres holen. Und die hier 100%, ne? Hä? Ich glaube, ich habe es nicht ganz verstanden. Aber wenn es Schrott ist, ist Schrott. Weg damit. Tut nur weh. Und ja, so kann es weitergehen. Tipptopp. Viel Spaß. Haken, was machst du? Haken. Was hast du gemacht? Ich hab den Schrott entsorgt. Das war alles Schrott. Hat mir das Spiel so angezeigt. Schrott. Er kann sein Glück gar nicht fassen. Weiter und sag, was du angerichtet hast. Nur gute Sachen. Ja, hallo. Bitte fass nichts mehr an im Büro heute. Herzlich willkommen zur Folge 11 nochmal. Und natürlich war dieser kleine Slapstick-Einleger so geplant. Wir haben die drei besten Waffen und die drei besten Rüstungsteile weggeworfen. Das tut echt weh. Also, ach. Und wir machen jetzt noch was anderes. Ich hoffe, ich überkompensiere nicht. Aber ich stelle hier auch noch die Bildschirmhohlrate auf 5. Nein. Ich stelle hier nämlich auch noch die schweren Wunden ein. Und ihr könnt es lesen, Wunden beeinflussen auch also was vorher nicht der Fall war, die Gratisbewegung und die Genauigkeit. Das heißt, wenn ein Söldner erstmal dabei ist, zusammengeschossen zu werden, dann wird er immer weniger effektiv. Ja. Für den Fall, dass wir jetzt überkompensieren, gucken wir mal, wer danach noch lebt, nachdem wir es gemerkt haben. Und ich hoffe, dass damit ab jetzt das Spiel wieder spannender wird, weil wir wollen ja hier nicht uns zum Ende faken, sondern wir wollen schon gewinnen, möglichst ohne Verluste, aber auch herausgefordert werden. So, genau. Dann speichern wir auch gleich. Nach Kahlschlag soll das heißen, da haben die Buchstaben nicht gereicht. Jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, wie wir die Leute neu ausrüsten. Der Mo ist eher hinten. Die Banz, na, das hat jetzt schon wehgetan. Dann kriegen wir im Kriesing erstmal die Flakrüstung. Nieweg ist ja meistens am Boden, ja, der Lotfer hat gar nichts mehr. Ja, dann muss Mo, der eh weit hinten ist, in der Regel hier ein bisschen was abgeben. Warum geht das jetzt nicht? Charakter zu weit weg, ich sehe es. Okay. Dann kommt mal alle zusammen. Let's keep moving! I wonder what this is. Aber das ist auch kein absoluter, ja, also es geht schon weiter. Du kriegst eine Gasmaske. Ich glaube nämlich, die hat keine Verschlechterungen.
Ja, doch. Maximale AP verringert. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ja, der Grunty ist mir ein bisschen zu schlecht ausgestattet, ehrlicherweise. Die Truppvorräte. Ja, okay. Ich würde mal sagen, jetzt suchen wir erstmal alles ab, weil vielleicht finden wir ja schon wieder ein Rüstungsteil auch hier. Let's go. Let's move. Hier ist eine Falle. Normale Falle ist ein Fall für Vivek. Das war's. Hoffentlich noch was drin. Und noch Schlossknacken. Das ist ein Fall für Lodger. Hier muss man ja wirklich multidimensional agieren. Und jetzt haben wir immerhin ein Auto 5 bekommen. Was kann das? Das ist doch lächerlich. Im Kühlschrank. Ist mal ernsthaft, was ist denn hier da? Das ist eine Art, was ist denn das, ein MG oder eine MP quasi, oder? 26 Schaden ist gar nicht schlecht. Aber guckt euch mal die doppelläufige Schrotflinte an. Da ist sie schlechter. Also ich glaube, das ist was zum Wegwerfen. Aber erstmal gucken und dann entscheiden. So, jetzt bleiben wir aber nach Norden ausgerichtet. So, hier geht's nicht mehr weiter. Ja, Altmetall. I will lead. Und Hacking macht auch nie weg, weil Geld haben wir nicht mehr genug. Infos auch okay für einen großen Wald. Let's go! Let's move. Und da kann man sich jetzt Sachen kaufen. Modifizierte MP5K für 3000, fast ein bisschen teuer. Was gibt's hier? Modifizierte Glock, alles so ein bisschen teuer hier. Come here, mes amis. I got something real special to show you. Modifizierte Auto 5 Schrotflinte. Plündern mit Bands. Doppelläufige Schrotflinte. Ah, da brauche ich doch keine kaufen. Hier können wir noch plündern. Also AK-47 haben wir erstmal genug. Das brauchen wir aber auch nach dem Waffenkahlschlag. Munition können wir immer gebrauchen. Ich glaube, das ist günstig. Aber das sind halt Einmalkäufe. Das kann man jetzt einmal kaufen. Das ist halt so irgendwelches Zeug, das wir geplündert haben. Und das war lange Zeit, bis Bobby Ray dann live ging. Die Webseite war das echt in der Vanilla-Version. Eine der wenigen Möglichkeiten, wie man sich außer Plündern neu eindecken konnte mit irgendwas. Was für ein Magazin. Ja, was für eins. Ach, ein Magazin, das kaufen wir uns. Das Taschenspielertrick, sehr gut. Das ist für Niebeck wahrscheinlich. What do we have here? Munition. Heading out. Da gibt's was. We're moving. Please don't drink the moonshine. Those assholes from Camp Le Barrière. Ja, das war was für. Wer hatte denn die Grunty?
Niemand. Irgendwie mal halt doch von hier. Mi weg im Rucksack. Bisschen Muni. Fusel für Camp. So, jetzt haben sie Abführmittel rein. Damit wird quasi irgendeine andere Stelle leichter zu lösen. Nivek haben wir eh schon ausgewählt. Noch mehr Leuchtstäbe. Meine Herren, hoffentlich gibt es dafür ein Set extra was. Dann hier gibt es Hacking. Ein bisschen Geld hoffentlich mal wieder. Jawohl. Dann ist das, glaube ich, hier abgegrast. Da kommen wir gar nicht hin. Können wir wieder alle zusammenkommen. Understood. Ja, eine Flakrüstung für... Ich würde ja sagen, Lodger oder... Ah, erstmal die eigenen. Wobei der Grunty hat es nötiger, der wird öfters getroffen irgendwie. Wobei dieses Mal ging es, der hat keine Wunde bekommen, oder? Da ist noch was zu kaufen. Molotow, ja, nehmen wir auch. Medizinische Vorräte nehmen wir auch. Einmal Sanitätskasten, ja, wird auch mehr sein können. Hier waren wir schon. Dann gibt es hier noch was. Tausend, sehr gut. Und dann gibt es hier oben irgendwie noch was. Muss ich erstmal umschalten. Wo war das hier? Nee. Ja, wenn zu viele übereinander stehen, ist auch nicht gut. Wo ist denn das? Lass mir Nivek auswählen. Ah, hier. Gefunden. 500, sehr gut. Den Stuhl haben wir schon. Dann ist da noch was. Kräuter. Und dann haben wir es ziemlich abgegrast, oder? Das, ah, hier haben wir noch irgendwas gar nicht. Was ist denn das für ein Verkaufsstand? Oh Gott. Bevor wir was Wichtiges übersehen. Verschiedene Teile. 30 Teile für 500 verkaufen. Oh, so dringend habe ich es auch nicht. Ich glaube, es haben wir alles. Jetzt gucken wir noch. Ah, das ist dieser. Das habe ich mal kurz erwähnt. Dass es da einen gibt, wo man Diamanten so als Lose quasi nutzen kann. Ready. Certainly. Jetzt habe ich drei Sachen hergegeben. Machen wir es einmal, oder? Weil der hat auch ein super Sniper-Dings. Welcome to Aber das werden wir nicht gleich freischalten. No need to get worked up, my... Not buying. No, no. Beutethron, ja. Oh, yes. A lootbox is a box. Das machen wir es einmal. Wir haben auch nur einen winzigen Diamanten. This game is a shipment from Il Mora. Und dafür haben wir so ein bisschen... Down around there. Ja. Well, that's, you oh, know, eine Aug-Kammer. Ich wusste gar nicht, dass ich zwei habe. Okay, aber dann hören wir jetzt auf. Aug ist auch was Schönes. Dieses französische, nicht französische, meines Wissens österreichische Gewehr. Ja, das ist gar nicht schlecht. Das ist auch nicht super, aber das ist schon was Schönes.
kriegt der Kriesing, dass er nicht heulen muss. Aber wobei, Kriesing ist gut ausgestattet. Sagen wir mal so, was 30 Reichweite, das ist fast was für den Mo. Zwar kein Scharfschützengewehr, aber dass er nicht ganz heulen muss. Und Nivek, ja, dem tut es natürlich besonders weh, dass er sein MG hat verschrotten lassen müssen. Sie kriegt auch eine Kalaschnikow. Grunty. Doppelläufige Schrotflinte. Das passt eigentlich. Ja, er hat schon eine, wunderbar. Dann machen wir das auch gleich zu Schrott hier. Zappeln wir gar nicht lange. Ja, und ihr seht schon, hier geht es dann so langsam der Munition an die Neige, zur Neige. Und da haben wir hier, ich meine, einen gewissen Mangel. Ja. Gut. Und ich glaube, Informationen gab es noch. Ich glaube, da geht's. Es tut mir leid, ich tue nicht so, als könnte ich mich nicht erinnern. Ich glaube, da geht's um just diese Sessel, Ohrensessel. Oh, I happen to know all. Save your money and never get sick. Next question. I am joking with you, of course. This is the story. Yeah. Some years ago, 12 special chairs. Rumor has it that good old Madame Lecoq sold Luke. I tracked them down myself. Also. I know for sure that two of the chairs were given as goodwill gifts to Boss Blobet. Speaking for myself, I haven't been scared since I was a little girl. I'll make a note never to bring it up. Okay. Goodbye, my friends. Und wir haben dann noch ein Magazin. Es war nicht nur Bolzen, sondern es war auch ein Magazin bekommen. Ja, und wo ist jetzt der Blaubart? Der muss doch hier auch rumrennen. Vielleicht im ersten Stock mittlerweile. Hm. Wo ist Blaubart? Ich sehe auch keinen mit einer speziellen Kenntlichmachung. Wo ist er denn, der Blaubart? Well, hello, my... So we don't even get a cat in a... Exactly. Are you here to buy loot boxes? I know what's cooking. Goodbye, my friend. Hm. Oder habe ich den Blaubart schon getroffen? Ich ist gerade ein bisschen überfragt. Laufen auch einfach ein bisschen viele rum. Ich kann ja mal Blauberts Fergen ansprechen, aber da kommt wahrscheinlich nichts Sinnvolles. Das ist, sind diese. There is no sign of the necklace we are looking for. Okay, ab jetzt werden die quasi automatisch durchsucht. Ja, die werden nicht gerade hier zu finden sein. Let's go. Ah, wer ist denn das? War hier nicht gerade ein... Ne, das war eine Täuschung. Also ich finde hier kein Blaubart. Heading out. Ist dann, dass er irgendwo anders tockt. We are advancing. Let's move. Aber ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Lass ruhig offen, genau. We're moving. Ah, hier ist noch was. Hacken mit Nivek natürlich. Tausend.
Nö, ich sehe keinen Blaubert. Gut. Das ist voll lustig, oder? Sehr geschmackvoll eingerichtet. Vielleicht kommt er auch erst, wenn wir nochmal wiederkommen oder so. I don't know. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt ein bisschen neu aufstellen. Wir haben durch den Verkauf dieses Diamantdingens sehr viel Geld. Wir haben aber jetzt auch die Aufgabe, wie wir uns weiter ausbreiten. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Hier ist eine Diamanttruhe. Die will wahrscheinlich zu diesem Hafen hin. Vorkommen wird knapp. Hier sind mir noch zu viele. Und diese Wachtürme, also die beiden hier, das sind so Festungen, die auch regelmäßig Gegner aussenden. Gefällt uns natürlich auch nicht unbedingt. Eine Waffenlieferung, das muss neu sein, das kenne ich nicht. Okay, die kann man auch abfangen. Weil ich hätte jetzt gesagt, klar, wir reparieren jetzt erstmal Kriesing. Aber dann müssen wir ja anfangen, uns hier zu verteidigen. Und dann müssen wir aber weiter erobern. Das heißt, ich würde jetzt ein, zwei weitere Söldner dazu holen wollen, wobei wir nicht mehr lange bis zum Ende der Staffel haben. Anfang Staffel 2 kommt ja schon der nächste User-Söldner rein. Und wir hatten noch keinen Verlust. Darum macht jetzt erstmal Mo den Kriesing wieder heil. Und Bunz und Grunty kümmern sich um die Milizen. Und Nivek. Wichtiger denn je, die spärlich gewordenen Waffen und Rüstungen in Schuss zu halten. Auf einmal sind die Kalaschnik, nee, die AUG ist unser bestes Teil. Ja. Die ist nicht im Einsatz. Ich glaube, die können wir auch noch platt machen. So, jetzt sind alle beschäftigt, wenn ich es richtig sehe. Nein, Lodger wie so oft nicht. Dann darf Lodger. Aber das dauert immer so ewig. Das möchte ich jetzt erstmal nicht machen. Der macht einfach nichts. Genau, und während die das tun, gucken wir mal, ob es bei Bobby Ray auf legalem Weg, weil ich will ja nicht, also ich spiele im Rahmen dessen, was geht, so gut wie möglich. Aber leider, seht ihr ja selbst, sind wir relativ eingeschränkt. Aber eine Flakweste und eine Hose und eine Granate holen wir uns. Letzte Chance. Ja, dann. Bei den Waffen ist es nichts, was mich unglaublich anmacht. Ne. Genau. Ja, den. Ja, komm. Das leisten wir uns mal. Amazon Prime sozusagen. Und natürlich. Wollt ihr mich verarschen? Warum geht denn das nicht? Ah, da ist irgendwie... Ah, der andere Hafen blockt das noch. Flag Hill ist unser Anfangsgebiet. Die Mine
müssen wir, die ist ja gut verteidigt, gell? Und die ist auch ganz in der Nähe hier. Dann holen wir es uns da hin. Aber nicht nur das. Weil ich glaube, hier kommen wir nicht hin, weil das hier einfach noch alles Feindgebiet ist, dieser Hafen. Da ist quasi die Nachschubroute unterbrochen. Und hier haben wir gute Miliz drin stehen. Aber wir holen jetzt auch noch einen neuen Söldner. Mindestens einen. Und zwar gerne einen mit guter Führungsqualität, um Söldner zu Milizen auszubilden. Und da wäre Kalina eine gute Wahl. Eigentlich die beste von diesen Anfangsleuten. Und die könnten wir uns auch leisten, aber das schauen wir mal bei den Veteranen. Der Tor, aber der ist mir zu teuer, vor allem für so eine Etappenaufgabe, wo er nicht wirklich eingreift. Ja, die Kalina holen wir uns, wenn sie denn will. Hello, Talking Computer. I am Kalina. Nice to meet you. Are you offering a job? Und keine Angst, ich hab's gemerkt hiermit. Wir haben ja noch nicht wirklich gespielt. Wir müssen alles gesehen haben. Das waren ja alles Erwägungen. Ja, kein Problem. Aber jetzt, bevor ich es vergesse. Ich bin ja immer dafür, aber das wird mir zu teuer. So dick haben wir es nicht. Machen wir mal die 7 Tage. Bye bye, Talking Computer. Nice of you to send me on an adventure. Ich finde die süß. Genau, Ukraine ist das, genau. Und was kann man noch gebrauchen in der Retorte? Ich hab noch nie eigentlich ohne MD gespielt, ein Jagged Alliance. Der ist immer so schön pazifistisch und hat Angst vor Spinnen oder überhaupt vor Tieren. Aber der ist mir für die Etappe eigentlich ein zweiter Mechaniker, wäre nicht schlecht. Gucken wir mal nach einem Mechaniker, der so ein bisschen das Zeug auf Vordermann bringt. Also der Barry wäre nicht schlecht. Igor wäre ein Frontkämpfer. Die Kalina ist ja auch sehr gut bei Technik. Eigentlich ist es die perfekte Etappenpersönlichkeit. Dann sollten wir ihr vielleicht noch einfach einen günstigen Kämpfer dazugeben, oder? Und das wäre doch eigentlich Grizzly, ein Allrounder. Der ist auch ein Maschinengewehr, Heini. Kann irgendjemand dieses Icon parsen? Ich sehe da nichts. Ich sehe da eine Perücke. Oh, vielleicht soll es das auch sein, oder? Ich sehe da nichts. Ich sehe da kein Maschinengewehr. Schwere Waffen, Nahkampfangriffe. Das wäre auch ein Nahkämpfer. Oder wir lassen es erstmal bei der Kalina und hoffen das Beste, dass es nicht gleich Gegenangriffe gibt. Was kann er denn? Technik. Oh, sollen wir einen Russen und eine Ukrainerin zusammensperren? Warum eigentlich nicht? Weil das wäre ein guter Kämpfer, aber der ist noch fast zu teuer. Nee. Oder den Barry. Der ist bei Technik gut. Und ein Sprengstoffexperte. Ist der Barry nicht der? Jetzt wartet mal.
Der produziert alle 108. Das ist super, der ist super. Ja, ja, den hatte ich auch. Den nehmen wir auch noch. Der produziert alle paar Tage. Ja gut, einmal pro Woche. Das ist richtig sehr. Produziert der weitere... Ich da mache jetzt 14 Tage, dass die Leute... Ja, besser ist so 10 Tage oder 12. Ja, dass nicht alle gleichzeitig ihren Sold fördern. I have not worked with you. You are unknown to me. Oh. I need more money as insurance. Oh. Hund. We have reached simultaneous. Okay. Genau. So, und die sollen jetzt kommen, auch natürlich zu der Fumus-Mine, wo auch die Waffenlieferung hinkommt. Genau. Und jetzt ist die Folge fast vorbei, noch 10 Minuten. Die scheinen sich da gar nicht zu bewegen. Normalerweise haben die nämlich eine Route. Das ist dann wahrscheinlich auch einfach zum Mitnehmen am Anfang gedacht. Dann warten wir noch auf die Ausbildung hier. Assignment completed. Perfectly, I might add. Haben wir noch die Zeit? Nee, das restliche Team ist einsatzfähig. Dann machen wir jetzt hier Folgendes. Jetzt sortieren wir mal aus. Muttern und Bolzen. Erhöht Technik. Erhöht Geschicklichkeit, das kriegt der Mo. Just got better. Und der, also der kann sich ja fast nicht mehr steigern. Und Grunty. Ah nee, das ist genau Grunty. Wen machen wir denn zum Sprengstoff? Azubi. Den Grunty. Der Grunty wird hier fortgebildet. Ich glaube an Gruntys Zukunft. There is always room to grow. Genau, dann kriegt er mal Molotow-Cocktails. Und ansonsten machen wir mal wahr, was wir uns überlegt hatten für den zukünftigen Nahkämpfer. Legen wir mal alles hier als Cash ab. Ah, Keramikplatten. Da hätte ich jetzt aber gern erst wieder so eine Kevlar, damit sich das wirklich lohnt. Also bleibt das erstmal hier. Schlosserwerkzeug, brauchen wir nur eins. Wer hatte die Diamanten? Achso, das ist ja gar nichts. Können wir auch hier lassen. Beschädigter Saphir. Das stoßen wir gleich ab. Gerade können wir uns eh nichts basteln. Ein Fernzünder reicht. Das ist mir zu kompliziert. Gas ist mir auch zu kompliziert. Gasmaske. Ja, bei der Band seht ihr, was passiert, wenn man halt keine Stärke hat. Da hat man kaum Inventarplätze. Und Grunty, wenn er sich zwischen den beiden entscheiden müsste, würde er... Was hat er denn? So. Keine nehmen. Genau. Dann sind die so ein bisschen realistischer ausgestattet. Nivek muss natürlich an den Chef die Diamanten abgeben. Sein Bastelspielzeug behält er. Und dann gucken wir mal, ob wir Moes Aug verbessern können. Haben wir rechtmäßig an uns genommen.
Was ist denn da zu teuer? Bei uns fehlt das Stahlrohr. Ja, also um die Erweiterung der Waffen ist natürlich schade, gell? Wollen wir verringerte Kosten beim Nachladen oder erhöhte? Und wir können länger feuern. Ich würde sagen, länger feuern ist eigentlich immer von Vorteil. Es kann übrigens auch mal schief gehen, aber bei seinem Wert selten. Ich verbessere Verlässlichkeit. Was ist denn gerade dran? Verbesserte Verlässlichkeit. Ja, machen wir. Haben wir schon. Genau. Und sonst warten wir mal erst wieder auf eine gute Waffe, würde ich sagen. Genau. Mitwisser klingt einfach zu gut. Ist das nicht? Na, Reichweite ist nur 18. Das geben wir auch dem Nie weg und der gibt die Aug wieder, nicht an den Kriesing. Also Inventar ist irgendwie nicht so super gelöst. Das habe ich ja vor dem Test kritisiert. Wo ist denn jetzt die Aug hin? Irgendwo wird sie sein, aber wo? Hier. So. Warum kann ich die jetzt nicht modifizieren? Weil da die schon maximal modifiziert ist. Das macht irgendwo Sinn. Ja, gut. Genau, dann holen wir uns mit denen erstmal den Hafen und dann die Diamanten. Und vielleicht wollen die Diamantenleute auch zum Hafen. We should check this sector more closely. It looks to be of interest. Und dann schaffen wir noch diesen Sektor schnell anzugucken, wenn wir wirklich schnell sind. Oder? Ah, ja, ich kann mich dummerweise an bestimmte Sachen erinnern. Da war ja auch ein, also von meiner alten Partie, aber hier Rimville, da war ja auch einer dieser Sessel. Und wenn ich mich recht entsinne, ist es das? Ja, ja, ist das nichts, was wir jetzt auf die Schnelle hinkriegen? Schaut mal hier mit Swimmingpool und allem, ist das nicht schön? Ah, nee, da gibt's. Da sollen wir den Rimville, den Blaubert, treffen. Very well. Na, oder hat sich da was geändert? Oder habe ich was nicht. Ist immer die Möglichkeit, dass ich was nicht kapiert habe. Should take a closer look. Ja. Das irgendwie, das war bei meiner letzten Partie anders. Ja, spannend. Dann reden wir mal mit der Torwache. Kommen wir da einfach durch oder greifen die uns dann an? Ich hätte es erwartet. Yes. Ah, da hat jemand die Karnevalkönigin. Wisst ihr nicht, dass sie jetzt gleich feindlich werden? Aber ich glaube, darf hier durch. Let's go. Ich habe das definitiv anders in Erinnerung, aber spannend. Also ganz anders in Erinnerung. Ganz, ganz anders in Erinnerung. Also wir treffen uns den Blaubert hier noch. Wo würden wir sitzen? Molly? Let's go! Wo hat er sein Büro bestimmt? Reden wir mal mit Molly. Make yourselves comfortable. Yes. I mean,
Der ist mein süßer, guter Bubu-Bär. Oh, come on. He is very special to me and I'm his one and only. But I wish he was more open with me. I'm sure it's nothing. I mean, a man who loves his woman wouldn't hide anything in public. Ich schwöre euch, irgendwie habe ich das falsch angegangen beim ersten Mal. Wahrscheinlich habe ich zu früh zu schießen begonnen. Ist völlig neu für mich. You don't recognize me? Oh, but you are new to the Ajani Valley, Nespa? I am the Carnival Queen of Pantagruel. Ja, mit Smiley, die kenne ich wieder, die Nebenquest. Interessant. Are you also from Met? He told me they were the... Oh, good. I hope he's... I'm not sure. Oh, no. Ah. Lately, I just can't find anything. Smiley, heiliger Mann, das ist die Kirche in, wo wir gerade waren, in Dingsport, Flea Town. Ah, aber jetzt haben wir den Boss gefunden und ihr seht, ein Questgeber. Und was der uns zu sagen hat, das werden wir in der finalen Folge. Oh, ein Boss, der hochschwer bewaffnet ist über seiner Leopardenfell. Ja, Jackettjacke oder was auch immer das sein soll. Das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Bis dann.